Arena, Arena, jetzt gehen wir in die Arena. Popena, Sena, Gena, keine Ahnung. Gut, welches Pokémon setzen wir denn an First Position? Wir können... Ja, ich möchte Adventi trainieren. Der momentan einen EP-Teiler trägt. Das heißt, ich setze mal... Adventi mal... Außen, also tu mal Adventi nicht einsetzen, sondern tausche es mit Streifi, dem übermächtigen Streifi. Und der EP-Teiler wird den immer EP geben. Und Schutz wirkt nicht mehr. Sehr informativ, danke. Pokémon Arena von Panero City. Leiterin Geraldine, eine Meisterin der Lüfte. Ab in die Arena. Okay, was ist denn hier los? Hä, was ist hier los? Sicherheitsdienst. Hier, nimm diese Tafelwasser. Danke, das ist Bestechung schon mal, sehr schön. Das hier bleibt unter uns, versprochen. Wusstest du, dass Flugattacken überraschend anfällig gegen Attacken vom Typ Gestein, Elektro und Eis sind? Wenn du Attacken und Pokémon dieses Typen einsetzt, rückt dein Sieg in greifbarer Nähe. Ach ja, in dieser Arena kommst du übrigens nur weiter, indem du in Kanonen hineinkriegst. Oha, was ist denn das für ein Spiel? Du kannst aus vielen Richtungen hereinklettern. Nun gut. Okay, dann werden wir mal zum Geschoss. Boom! Okay, jetzt müssen wir hier lang. Feuer frei! Ping! Und der Charakter bewegt sich immer noch still. Finde ich ganz lustig an Pokémon. In Platin ist es ja auch so, in der Zerrwelt, da ist der Charakter auch immer so steif. Ping! Und immer noch so. Okay, ich finde es so lustig. Okay, erster Kampf. Na, was hältst du von den Kanonen? Ja, ich bin beeindruckt. Ist es nicht toll, erleben zu können, wie sich ein Flug-Pokémon in der Luft fühlt? Und weil es so schön war, wirst du als nächstes erleben, wie sich eine Niederlage anfühlt. Was soll denn damit heißen? Ich habe bis jetzt noch keinen Kampf verloren, oder? Haben wir bis jetzt schon keinen Kampf verloren? Bis jetzt bin ich noch gar nicht in Ohnmacht gefallen, oder? Ich weiß gar nicht. Na, einmal bestimmt, aber... Nee. Oder? Ich kann mich gar nicht an eine Niederlage zurückerinnern in diesem Let's Play. So, Ladungsstoß. Er scannt erstmal die Lage, okay. Kann man machen, um zu nerven. Aber egal, Ladungsstoß. Navitaub frisst Staub. Und Adventi kriegt jede Menge EP. Hier ist Navitaub Nummer 2. Ladungsstoß schon wieder. Na, muss ich jetzt nicht so großartiges quatschen. Und seht euch an, liebe Zuschauer. Dieses Navitaub hat ins Gras gebissen und Streife erreicht Level 40. Oh mein Gott. Ja, wo fliegen sie denn? Hier ist eine Treppe. Alright, hier ist noch ein Trainer. Hallöchen. Ich bereite mich gründlich vor, um noch luftigere Höhen zu erreichen. Okay, okay. Ich glaube, ich muss mal was trinken. Ich pausiere mal kurz. Weil ich habe da so einen rauen Hals schon wieder. Dann pausiere ich mal kurz. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt was getrunken weiter mit Ladungsstoß. Wer ist vielfache Stärke gegen dieses Piccolente? Piccolo, hahaha. Oh mein Gott, ich habe echt so viel Dragon Ball angeschaut in den letzten Monaten. Fleck. Oh, meine Katze kratzt schon wieder an der Tür. Meine Güte. Fleck neu. Lass mal Streifi draußen, ist ja egal. Fleck neu. Und es leckt wieder ein bisschen. Aber egal, Ladungsstoß. Und tschüss, Fleck neu. War schön mit dir. Und Adventi erreicht Level 29. Sehr schön. Wenn es so weitergeht, können wir bald mit dem selbstständig trainieren. Also ohne, dass wir dauernd wechseln müssen, was wir eh gerade nicht machen, sondern der EP-Teile verteilt ja die ganzen EP. Später können wir das Glücksei unserem Adventi geben und vielleicht sogar kämpfen. Das wollte ich damit sagen, genau.
und es laggt wieder, obwohl ich alle Anwendungen geschlossen habe, die wir für die Aufnahme nicht brauchen. Ich bin der Pilot, ich bin der Pilot geworden, der ich seit meiner Kindheit schon immer sein wollte. Ich bin sehr stark, dann leg mal los, lassen wir es krachen. Let's ready to fight. A pilot versus a trainer. A trainer, ja. Also unser Streifen wird jetzt echt übermächtig werden. Ich glaube, nach der Arena ist Level 43. Schätze ich mal. Na gut, Ladung, Stoß. Dann müssen wir es halt nicht mehr trainieren, wie gesagt. Habe ich auch schon im letzten Part gesagt. Dann können wir unser Training auf andere Pokémon konzentrieren. Vielleicht lasse ich Streifi sogar in der Box. Mal schauen. Simbolara. Das ist dieses Psycho-Flug-Pokémon aus der Wüste. Das wie ein Inkognito oben aussieht, ja. Ladungsstoß. So, das Inkognito, was da oben ist, sieht aus wie ein Inkognito-I, glaube ich. Ne? Es gibt ja viele verschiedene Inkognitos, die es so einen Buchstaben darstellen. Und da gibt es auch solche Schrifttafeln, wo nur Inkognitos draufstehen und das sind dann Buchstaben immer. Ne, und sowas muss man dann lesen. Ist zum Beispiel in der Platin-Edition so. Da gibt es auch solche Schriftwände. Oder in Soul Silver, Silber, Herz Gold und Gold und Kristall gibt es das auch. Da wurde das sogar eingeführt. Finde ich recht gut. Okay, wo geht's denn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung gerade. Ich probiere jetzt mal wieder ein bisschen rum, ne? Aber es führt, glaube ich, zu keinem Ziel. Vielleicht müssen wir... Ne, hier geht's nicht lang. Ich gehe mal nochmal hier in diese Kanone hinein. Ich gehe in die Kanone hinein. Hört sich irgendwie emo-haft an. Okay. Hier ist noch eine Kanone. Wir müssen die von der anderen Seite jetzt nehmen. Die führt uns jetzt zu einem anderen Arena-Punkt. So, jetzt hier springen wir mal über das Sichtfeld des Piloten drüber. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Weil wir jetzt nochmal in die Kanone hinein müssen. Das Ziel ist anvisiert. Ich werde dich mit meiner Flugtechnik zu Boden bringen. Darius heißt er. Und er hat einen Navitaub, ein männliches. Ne, Father Snoop hat er sogar. Was für ein Noob. Also Father Snoop ist ein Pokémon, das erkennt man die Unterschiede sehr deutlich zwischen männlich und weiblich. Denn das Weibliche, das hat hier nicht so einen roten, so eine rote Mähne. Sondern, ja, das Weibliche hat keine rote Mähne, sagen wir es so. Und das Männliche hat so eine rote Mähne. Und Advent hier reicht Level 30, der wird ganz schön schnell. Ich glaube, ich level es noch 2-3 Level und dann gebe ich es das Glücksei und dann können wir es so trainieren. Okay, jetzt sind wir da. Ich glaube, das müsste der letzte sein. Der Sicherheitscheck war perfekt. Indikationen für eine Niederlage bei 0%. Was redet er da? Irgend so ein Pilotenzeugs. Oh, er ist ein Arbeiter, okay. Fletiamo. Hallöchen, Fledermaus, Schweinekrabbe. Wie geht's denn so? Tut mir leid, aber ich muss dir die Flügel stürzen. Ne? Nichts für ungut, aber du stehst mir im Weg. Ich muss Champion werden. Champion von Einal. Das ist ja unser Ziel in diesem Spiel. Und dafür brauchen wir erst alle Orden. Und du bestehst mir im Werk für den 6. Orden, ist das, glaube ich. Hey, es sind hier solche Ringe, die sind auch besonders cool. Jetzt noch einmal quer durch die Arena. Geile Idee von den Machern. Kompliment. Autsch. Das tat weh. Ah, jetzt habe ich blaue Flecken. Okay. Direkt an die Wand geklatscht, ohne dass irgendwas passiert. Das ist Pokémon. Okay, hier ist die Arena-Leiterin. Fordern wir sie einfach mal raus. Ich habe dich schon erwartet. Na, wie ist dir das Spezialtraining mit den Kanonen bekommen? Immerhin sind sie der ganze Stolz der Arena von Panero City. Hoffentlich hast du Lust auf mehr, denn jetzt widme ich mich dir ganz allein. Arena-Kampf!
Karen gegen Geraldine. Wow, echt geile Sprites, muss ich sagen. Zeigt mir einfach unseren, sie zeigt mir einfach den Arsch. Alter Schwede. Und das Spiel soll ohne Altersbeschränkung sein. Oh mein Gott. ja gut, Ladungsstoß. Auf dieses Schweine-Dingsbums hier, keine Ahnung. Ne, unser Streifen wird alle one-hitten, kann ich schon jetzt vorhersagen. Hier ist wieder ein Noob, der meint, unser Streifi wäre zu schwach. Das ist, so sieht das Weibliche aus. Wie gesagt, keine Mähne hat es jetzt. Ich habe auch selber ein weibliches Fasersnob in meiner Weißen. Ist auch weiblich. Hatte 70, glaube ich, bei mir. Adventsjahr Level 31, sehr schön. Und hier ist ihr Special, keine Ahnung, ihr stärkstes Swaroness. Das ist die Weiterbildung von Picolente. Ah, ich habe mir mal überlegt, ob ich es ins Team rein tue, weil das Pokémon sieht echt gut aus. Und wenn man das Eisattacken gibt, das wäre ich gar nicht so unpassend. So, Streifi erreicht Level 41 und Arena hätten wir schon. War ja ein kinderleichtes Spielchen. Mein Pokémon und ich hatten schon lange nicht mehr ein solch packendes Gefecht. Wir sind jetzt völlig aus dem Häuschen vor Glück. Hier hast du den offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Hoffentlich steht er dir. Okay, wie heißt der Orden? Flügelorden? Keine Ahnung. Federorden. Entweder Flügel oder Federorden. So, Orden Nummer 6. Jetorden, okay. Bei all den Orden, die du ergattern konntest, gehören dir nun sämtliche Pokémon bis Level 70. Und das Zeichen meines Dankes für den grandiosen Kampf eben, möchte ich dir diese TM geben. Akrobatik. Mein Geschenk Akrobatik ist eine etwas kompliziertere Attacke. Die eine Wirkung entfaltet, wenn das Pokémon kein Item trägt. Gleich dadurch wird der Nachteil von Pokémon aus, die keine Items tragen. Was? Ach egal. Ach was ich noch sagen wollte. Als ich neulich über den Wendelberg nach Nevaio City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft die Schurken von, wie war noch gleich der Name? Ach ja, Team Plasma, ausgemacht zu haben. Sie bewegen sich auf die Stadt zu. Oh Gott, wir müssen sie aufhalten. Diese Team Plasma-Idioten. Okay, hier ist die finale Kanone, die wird uns damit durch die ganze Arena schleudern. Okay. Ohne einen Kratzer. Bang. Batz. Echt gefühllos, dieses Spiel. N. Was suchst du denn hier? Ihr Trainer zwingt eure Pokémon, gegeneinander in Kämpfen anzutreten, aus denen diese verletzt hervorgehen. Und das alles unter dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen. Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Aber genug. Lass mich einfach mit deinen Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen als mit Menschen. Denn Pokémon belügen sich dich niemals. Oh nein. Und du bist Zebritz, richtig? Erzähl doch mal, was ist denn Kevin für ein Trainer? Verstehe. Kevin ist in Aventia geboren und aufgewachsen. Lebt dort zusammen mit seiner Mutter und der Pokédex war der Anlass, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut es dir voll und ganz. Da fällt mir ein Stein von Herzen. Wenn doch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten, dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien. Und ein jeder Mensch wie Pokémon sähe der leuchtenden Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Jesus benutzt Team Plasma, um zwei besondere Steine in seiner Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Als das legendäre Pokémon einst seine sterbliche Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines Helden harrend in einen tiefen Schlaf. Und ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus einem steinernen Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mir als Helden ansehen und mir untertan sein.
Mein Traum ist es, die Welt auf der Wege der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer diese Dinge mit Gewalt zu ändern ruft zwangsläufig Gegner aus dem Plan. Und die Leidtragenden sind lediglich doch nur die Unschuldigen. Pokémon, törichter Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir und daher verdienen sie es, mit Achtung behandelt zu werden. Glaub mir, es zerreißt mir völlig das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne, einen solch formidablen Trainer wie dich von seinen Pokémon trennen zu müssen. Nun tschüss. War jetzt ganz schönes Gequatsche hier von N. Okay, unser nächstes Ziel ist die nächste Stadt, ist klar. Die Stadt mit dem mit der Eisarena. So, aber zuvor möchte ich noch Aeroas holen. Wir müssen nämlich hier rein und diesen Teenager ansprechen. Unglaublich, der Chat-Orden. Du hast also Geraldine besiegt. Dann verrate ich dir etwas ganz Besonderes. Am Ende der Landebahn ist unser Schatz versteckt. An den werden wir uns jetzt ergattern. Ja, mit dem Schatz. Ich bin auf Schatzsuche. Schatz, ja, ich bin Schatz. So. Hier, wo denn? Wo ist der Schatz? Schatz liegt hier irgendwo vergraben. Hast du ihn vergraben, alter Mann? Naja, ja. Wo ist der Schatz? Schatz, hallo, wo ist der? Ist er hier? Nein. Wo ist der? Hier ist er nirgends. Hä? Ah, da ist er. Kevin hat Aeroas gefunden. Mein Schatz! Hm. Oh, da hast du unseren Schatz gefunden. Gefunden! Es verhielt sich nämlich so. Wir hatten damals noch kein Pokémon, also wollten wir die Themen so lange verstecken, bis wir eins haben würden. Aber wer weiß, wie lange das noch dauert. Nimm du sie. Es wäre sonst schade drum. Wir bekommen sicher noch eine weitere von Geraldine. Nur keine falschen Bescheidenheit. Los, nimm... Was? Nun nehmen sie schon. Also dann bis bald. Jo, servus. Herzlichen Dank auch. Ne, wenn alle Charakter hier so wären wie diese zwei, dann wäre ich jetzt ein starker Trainer mit sehr vielen Items, Teams und ja. Aber du, alter Geizkragen, was willst du? Du redest hier nur über Pflanzen und Gewächshäuser und diesen unnützen Scheiß, also. Okay, hier ist noch mein Flugzeug. Ja, toll. Also es wird langsam Zeit, die Stadt zu verlassen, aber zuerst walke ich ins Pokécenter. Aber zuallererst verändere ich die Position und setze Adventia in First Position. Bevor wir uns auf den Weg in den nächsten Berg machen. So, erstmal Pokémon heilen. Hallöchen. Na, es ist wieder Quatsch-Time. Also gut, wie geht's denn so und so? Ich lege ja mal deine Pokémon hier in diese Maschine hinein, so. Es bringt alles, das heißt, die sind geheilt und so, und dein Pokémon-Team ist wieder fit und so, ne? Und dann bilden wir uns bald wieder. Halt's Maul! So, kaufen wir uns ein paar Top-Schutz, die werden wir brauchen in den Berg, wo wir jetzt hineingehen. Ja, wir gehen jetzt in einen Berg hinein, für die es gerade blind sehen, dieses Let's Play. Ich kaufe mal noch mit 10 Top-Schutz, weil dieser Berg ist wirklich uninteressant. Was wilde Pokémon angeht. Da war der, die Elektrolithöhle spannende. So, verlassen wir diesen verregneten Ort und widmen uns dem Berg zu. Ja. Route 7. Wow, wow, ich falle runter. Ich falle runter. Oh mein Gott, okay. So, jetzt müssen wir allerdings nicht hier geradeaus. Ja, doch, müssen wir momentan, aber wir gehen jetzt allerdings hier noch über den Balken. So, nämlich geht's hier jetzt weiter. Der Whistletalk Hechter klingelt. Sexuelle Belästigungstelefon ist da. Kevin nimmt den Anruf an. Hallo Kevin, ich bin's. Deine Mutter. Wie geht's dir denn so? Ach, auf Runde 7 bist du. Ja, gerade unterwegs. Mach keine Sorgen, ey. Da hast du ja schon einiges an Weg gebracht, was? Aber sag mal, hast du mir auch schon passt du schon auf der Pokémon F? Ohne sie wärst du nie so weit gekommen, das hast du alles deinen Pokémon zu verdanken.
also behandeln sie auch dementsprechend. Obla, da kommen gerade etwas streng rüber, aber als es gemeint war, ne? Da hat sich wohl der Trainer mir zu Wort gemeldet, aber ist gut, ich lege dann mal auf, ne? So, servus. Unnötig, unnötig, unnötig. Hätte man rausbauen müssen aus dem Spiel, unnötig. Und weil es so schön war, ist unnötig, sag ich nochmal. Unnötig. Ey, was machst du, Clown, hier auf diesen Balken? Ein Duell auf einem Holzbalken? Wenn das nicht cool ist. Hast du was genommen oder so? LSD oder sowas? Ja, er hat LSD genommen. Kasper, hier ist Casper Sky. Im Molga. Ja gut, ist ein idealer Gegner für Adventi. Nun gut, scheiße, es regnet. Na gut, dann muss ich wechseln. Wäre etwas idiotisch, jetzt mit einer Feuerattacke anzugreifen. Adventi können wir in der nächsten Stadt trainieren. Dort gibt es Eis-Pokémon. So, lass mal Chuck Norris ran, Motherfucker. I'm voll Chuck Norris. Oh Gott, Akrobatik sehr effektiv. Habe ich jetzt echt Motherfucker vor 2-3 Sekunden gesagt. Sorry dafür, für die sich jetzt eingesprungen fühlten. Habe ich einfach mal so aus Dukes gesagt, ne? Sag ich normalerweise nicht. Oh, verdammt! Dieses Motherfucking Emolga greift mich an. Okay, ich sollte nicht zu viel Motherfucking sagen, sonst wird dieses Video vielleicht noch von YouTube geblockt, ne? Simular. Die Amis sind ja in Sachen Ausdrücken etwas strenger als wir Deutsche. So, oder in Sachen, in sexistischen Sachen zum Beispiel. Dafür sind sie brutaler, also was Sachen angeht, sind sie nicht so streng, wie zum Beispiel. Gut, werden zum Beispiel Postel, ne? Postel, kennst du bestimmt, ist das eins der brutalsten Spiele, da kann man Köpfe und so abhacken und so, dann fließt hier Blut überall noch. Das ist in Amerika, glaube ich, erlaubt, ne? Und in Deutschland wurde es zensiert. Also in solchen Sachen sind wir Deutschen, vernünftiger, was da angeht, ne, mit blutigen, derben Sachen und so, finde ich auch in Ordnung eigentlich. Ja. Dafür sind die Amerikaner in Sachen Sex ein bisschen, naja, sagen wir es so, strenger. Was ist das? Pampignon, ja, stimmt. Er tarnt sich mit seinem Piggy und ja, das war jetzt kein Wortspielchen, ich weiß, aber ideale Trainer für Adventi. Ich probier's mal mit ehrlich, komm. So, you are burning now. Jetzt kann man Böde verwenden, das ist gut. Also Böde wird stärker, wenn der Gegner eine Statuswendung Veränderung hat. Oh Gott. So, du musst jetzt mit dieser Böde leben. Es gibt viele Erfahrungspunkte für Adventi. Und tschüss. Okay. Raus aus dem hohen Gras, ne? Das ist hier nur ein hohes Gras eben. Gut, ich will jetzt hier mir dieses Item holen, das hier liegt. Muss Item holen. Kreuzschere. Ist eine Käferattacke, soweit ich weiß, aber so genau kenne ich die Attacke nicht. Ist auch nicht besonders gut. Verdammt. Soll ich den Topschutz jetzt einsetzen? Ja, mache ich. Aber lass uns noch zuerst diese Seso-Kids brutzeln. Ne, Bambi. Ein gebratenes Reh habe ich noch nie gegessen. Schmeckt aber bestimmt gut. Sprungkick kann dieses Viech, okay. Unser Chuck Norris kann diese Attacke noch nicht. Aromakur halt Statusveränderung. Aber egal. Tschüss. So. Halt. Ach komm. Raschendes Gras. Ich wollte gerade den Topschutz einsetzen. Und dann raschendes Gras. Und was taucht auf? Guck mal da und dann taucht. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Wir müssen ja Adventi trainieren. Also gut, dann machen wir es halt schnell.
dieses Kämpfchen. Ich tausche mal kurz Adventi mit Zappy Queen aus und Saiyajin benutzt Siedewas auf Navitaub. Zappy Queen! Freundes Wasser! Und tschüss! Oh, es gibt aber wenig Erfahrungspunkte. Echt verwirrend, was? Naja. Oh man, jetzt ist es wieder so ins Lang. Lelam. Laubklinge. Und, Lake. Was soll's? Aber ich glaube, die Laubklinge wird es schon alleine hinkriegen. Ah, doch nicht, okay. Jetzt triff bitte. Ich wette, es verlässt sich selber. Naja, doch nicht. Gut. Und tschüss. Der Regen verstärkt den Angriff noch. Okay. Und Adventi kriegt wieder Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ah, komm. Es gibt doch nicht schon wieder zwei. Kuckmade und Kuckmade erscheint. Toll. Okay. Wie dasselbe wie vorhin. Ich tausche Adventi aus. Und hol jetzt den Texas Ranger her und Siedewasser setzt Saiyajin auf irgendein Kugmada ein. Los, Chuck Norris. Ist zwar angeschlagen, Chuck Norris, aber egal, es ist Chuck Norris. So. Erstmal in den Kochtopf tun diesen Kugmada. Und Adventi erreicht Level 33, neue Attacke. Memento Mori, oh ne, die Attacke ist sowas von kacke, weg damit. Ich kann sie ja mal kurz erklären, was es macht, also. Die Attacke besiegt das Pokémon, also unser Adventi geht dann down, ich kann es ja mal vorlesen. Der Anwender wird besiegt und senkt den Spezial, den Angriffswert und den Spezialangriff des Ziels stark. Unnötig, weil das Pokémon wird dadurch besiegt, also. Es ist Memento Mori total unnötig, so. Hyperzahn, oh Gott. Durchbruch, Kugmada und Saiyajin, Siedewasser. So. Ah, es brennt, sehr schön. Und Karateschlag, oh. Und tschüss, so, okay. Den Kampf hin. Hier ist noch ein Bolger. Ich will den Bolger mal auf den Bolger gehen. Und hier ist wieder so ein Clownsgesicht. Guck mal das Clownsgesicht. Na komm schon, Clown. Schneller, ich falle noch runter. Ach, wie ich Holzbalken doch liebe. Allein das Balancieren drauf macht so viel Spaß, dass ich immer wieder komme. Lass mich doch in Ruhe, ich will zum Wendelberg, oder der heißt doch Wendelberg, ich weiß nicht. Weiß nicht. Das ist Zapladin, ein Pokémon aus der Elektrolithöhle. Ich kämpfe jetzt mal mit Adventi, die Pokémon sind ja beide Basis-Pokémon. Also, die sich nicht entwickelt haben, sagen wir so. Ich mache wieder dieselbe Taktik, Irrlicht und Hürde. Ladestrahl! Oh mein Gott. Du brennst jetzt. Gabitsche und der Regen kann dich auch nicht mehr löschen. So, Hürde. Och nee! Nicht Paralyse, bitte. Sowas mag ich nicht. So, tschüss. Okay, Picolente, wir können Adventi draußen lassen, ist ja egal. Okay, haben wir irgendeinen Top-Dingsbums, Paraheiler, ja. So, hier Paraheiler für dich, Adventi, weil ich so gut bin. Machen wir dasselbe, Irrlicht. Leider ist Irrlicht sehr ungenau, die Attacke. Aber bei uns scheint sie immer zu treffen. Glücklicherweise.
Also gut, ja, jetzt will ich mal unser Pokémon healen, sicher ist sicher. Tafelwasser. Okay, down den Regen, senkt glaube ich den Angriff. Oder? Senkst du den Angriff oder die Initiative? Angriff glaube ich, ne? Ja. Und jetzt Bürde. Hier, ach, Glückstrahl. Ah, Gott, scheiße. Tschüss. Das hat überlebt. Ich bin stolz auf dich. Ich dachte schon, es wäre tot, aber gut. Und Navitaub, das ist ein etwas größerer Gegner. Ich wechsle jetzt zu die Serpiqueen. Ist zwar Pflanze gegen Flug, aber egal. So, einrollen. Mal die neue Attacke testen. Ja gut, er setzt A-Scanner ein, aber einrollen das Beste. Einrollen, erhöht den Angriff, Verteidigung und die Genauigkeit. Sehr schön. Und noch einmal und dann greife ich an. Es ist sogar schnell, es ist sehr bequem durch Einrollen. Ah, hat doch nicht die Initiative erhöht, okay. Na komm schon, greif doch mal an. Okay, dann greifen wir ihn mal an. Jetzt können wir nur noch angreifen. Lauklinge. Ne, Lauklinge, hohe Volltrefferquote. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber egal. So. Ah, sehr effektiv, diese Windschnittattacke. So, tschüss jetzt aber. Ah. Du langweilst mich schon wieder mit deinem Scanner, 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 Schutzschild, Scanner, Scanner, Bodyguard, irgendwie, keine Ahnung. So, weg mit dir. Nervensäge. Okay. Jetzt sind wir schon fast beim Berg. Wir müssen jetzt nur noch hier nach oben und dann sind wir schon mal im Eingang. Wendelberg. In dieser Richtung, Wendelberg. Vorsicht, wilde Pokémon voraus. Okay, wilde... Oh nein, ein wildes Pokémon. Nein, ein wildes Pokémon. Kevin, lass uns testen, wer von uns beiden Träger des Chat-Ordens stärker ist. Ich hätte das Schild... ich hätte auch das Schild hören sollen. Wilde Pokémon, hier ist eins. Sherwin. Nerv mich nicht, du alte Sack. Verpiss dich. Geh mir nicht auf die Nüsse. Faser Snob, reg mich auf. Komm, geh weg. Geh weg, komm. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Sharon. Wenn Barry jetzt auch noch auftaucht, raste ich aus. Na komm, ich will mit Sharon nicht lange rum spielen, sondern es gleich zu einem Streifi. Statik wirkt leider nicht, ne? Schade, egal. Oder Streich hat der Statik nicht, ne? Er hat ja Blitzfänger oder irgend sowas. So, Vater Snoop ist down. Dieser Noob ist down. Und Adventure Level 34. Verkoke. Haben wir irgendein Wasser? Ja, Saiyajin. So, Herr Saiyajin, zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Kampf Feuer gegen Wasser, also, ja. Ganz logisch, Siedewasser. Feuer-Pokémon können auch brennen, was ich meiner Meinung nach unlogisch finde, weil Feuer kann ja nicht brennen, ne? Jetzt kommt ein Pflanzen-Pokémon. Vegeta, soll ich Adventi rausschicken? Nee, Adventi ist angeschlagen. Hätte Adventi voll Leben, würde ich es vielleicht riskieren, aber so hat es keinen Wert. So, jetzt lassen wir mal die Affen wieder ran. Schaufler. Jetzt kommt Samenbomben, glaube ich. Ja. Kevin kann vorhersehen. Jetzt, ja gut, hätte ich wissen müssen. Und das hätte ich auch wissen müssen. Scheiße! Also gut, Streifi kann eine Nitro-Ladung. Los, Streifi.
Klar, du bist stark, aber ich auch. In Ordnung. Nitro-Ladung. Ich hasse dich, Chen, weißt du das? Wenn du in Pokémon Black and White 2 noch auftaucht, dann... Dann tue ich mein Spiel wieder verkaufen, wenn ich es gekauft habe. Und dann so zum Verkäufer, warum willst du das Spiel nicht kaufen? Da kommt Sharon und Bay wieder, die belästigen mich die ganze Zeit, so wie, wie Paparazzis und so. Okay. Cleopatra. Chuck Norris, komm, wieder Katzen treten, ist er Chuck Norris Sportart? Und ich mache wieder so einen langen Part, fällt mir gerade auf. Wir haben schon 35 Minuten. Ich wollte eigentlich nur 30 aufnehmen, aber egal. Bis zum Mendelberg müssen wir es noch machen. So, Chuck Norris kann man nicht besiegen. Selbst mit deiner Bäre kommst du da nicht weiter. Chuck Norris ist invincible. So. Oh, das war ein wirklich beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Hüppa, das springt einfach die Klippe runter, ist ja klar. Und ich frage mich noch, ist das nicht der Champ Lauche? Ich bin schwach und habe ich verloren. Auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich, mach dir doch das Leben nicht so schwer, ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Also, ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt, aber ich bin noch immer kein Deutsch schlauer. Was genau bringt es dir immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champions zu erreichen, das würde mein Leben einen Sinn ergeben und mir als Beweis dienen, dass ich wahrlich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Er ist in der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Oder es ist wichtig, sorry. Doch noch wichtiger ist es zu wissen, was man nach Erreichen dieses Ziels tun möchte. Das heißt im Fall zu wissen, wie man die gewohnte Stärke später einsetzen möchte. Hier bitte, das ist für dich. Ich will auch. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. Surfer! Juhu, wir haben Surfer. Danke, das ist das Geschenk des Himmels. Setzt du dir Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. So, das war's auch schon. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon an eurer Seite. Was will ich tun? Nun, ich weiß es noch nicht. Daher setze ich mich vorerst einmal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. Kevin, das nächste Mal gewinne ich. Okay, jetzt haben wir Surfer, das ist sehr gut. Ich mache den Wanderer platt. Und dann machen wir im nächsten Part einen Surfer. Ja, Special würde ich nicht sagen. Dann gehen wir überall hin, wo wir hätten Surfer verwenden müssen. Hier gibt es nämlich viele Stellen, wo wir noch nicht waren, wo es viele Trainer und Pokémon gibt, an die wir Surfer verwenden müssen. Ja, also kann ich euch sagen, der nächste Part wird, werden wir sehr viel mit Surfer anfangen. So. Ja, hier ist wieder Minecraft. Seht die Mantur. Serpy Queen. Der letzte Trainerkampf für heute. Dann geht's morgen weiter. Ja, ich mache ja jeden Tag einen Part. Und ja, immer in dem aktuellen Part, wo ich es hochlade, wird auch gemacht. Also heute ist ja der 6.3.2012. Und mich wundert, dass die Laubklinge ihn nicht gekillt hat. Aber egal, Laubklinge noch einmal. Ja, stimmt, Sedimantur ist ja nicht vom Typ Boden her, oder? Also, ja. Also ich glaube echt, dass Sedimantur wirklich kein Bodentyp ist. Weil die Attacke hätte ihn killen müssen, also ja. Wie oft habe ich jetzt also ja gesagt? Was ist Strepuli nochmal? Keine Ahnung, Streifi, komm.
Ich weiß nicht, was Ding ist. Was war denn das nochmal? Strehpulli, genau. Oh Gott, Kurzzeitgedächtnis. Ach so, das Viech. Ja, genau, dieses Kampf-Pokémon. Da müssen wir taktieren, Donnerwelle. Ja, so ja. Also ja, dieses Strehpulli ist nun, also ja, paralysiert und also ja. Setze ich jetzt also ladungslos ein, ja genau, und ja. Strepeli ist nun ja down und nee, Strepeli ist nun ja noch nicht down, aber jetzt ist Strepeli nun ja down. Also ja, gut, das hätten wir. Und also ja, Pepe ist down. Okay, dann fliege ich mal nach Aventia. Denn von dort aus werden wir jetzt jeden Ort alles durchgehen, was surfermäßig da ist. Hier zum Beispiel ist hier, weil es sitzt ja nicht, Route 17 und Route 18. Müssen wir noch machen. Die ist hier in Aventia, deswegen fliege ich zurück nach Aventia. Ach, wir haben die Karte ja noch nicht angeschaut. Wollte ich ja machen mal, genau. Gut, dann zeige ich euch gleich die Karte. Will aber zuerst noch die Pokémon healen. Hi, meine Pokémon. Danke. Oh, wo ist der Rüber? Wo ist der Rüber nach, Dinge? Der Vater ist mit seinem Pokémon auf Felsen gegangen. Genau wie du jetzt. Und unterwegs traf er dann mich. Ja, das war jetzt typisch bayerischer Akzent. Und dann sag ich ja mal, ich zeige euch jetzt die Karte und dann. Ja, ich zeige euch erstmal die Karte, bis gleich. So, dann zeige ich euch jetzt die Karte. Ich gehe jetzt mal auf Start. Start, wo ist Start? Also, Start hier Bredel und jetzt seht ihr die Items, ne? Und jetzt nehme ich mal die Karte hier und ja. Also, wir haben unser Abenteuer begonnen hier in Aventia. Sind hier auf Gravina hingegangen und nach Orion City. Und jetzt höre ich mal auf damit. Orion City, dann Route 3, nach Septerna City, durch den ewigen Wald, dann durch die epische Himmelspfeilbrücke gegangen, nach Strato City, dieser Großstadt, durch die Wüste, Route 4, am Wüstenresort vorbei, am alten Palast vorbei, nach Rayono City, dann sind wir Route 5 gegangen, das war ja die Route mit diesem Wohnwagen da. Über die Maria-Zugbrücke, da wo es die ganzen Federn gab, nach Maria City, dann nach Route 6, an der Elektrolythöhle vorbei und an der Panero-Höhle, die werden wir im nächsten Part erkunden. Nach Panero City und jetzt werden wir dann über den, ja, sind wir an Turm des Himmels vorbeigegangen, Route 7, genau. Jetzt werden wir dann über den Mendelberg nach Nevaio City gehen, der siebten Arena-Leiterstadt. Hier sind die Drachenstiege, sehr episch. Dann, wenn wir das haben, geht es über Route 8 an dem Sumpf vorbei, vom Moor von Nevaio, wieder über eine Brücke, über die Zylinderbrücke, zu Route 9 und in die letzte Ordensstadt, Windrake City. Dort werden wir unseren letzten Orden holen. Und dann geht es weiter über die Route 10 in Richtung Pokeliga, aber zuerst müssen wir die Siegestraße erforschen. Dann sind wir schließlich in der Pokeliga und werden dort die Top 4 bekämpfen. Und hier ist übrigens Ferula, waren wir ja in Strato City, in der, nee, Quatsch, war hier, in Rayono City, in diesem Kampfmetro. Und ja, im nächsten Part erkunden wir Route 17, Route 18, dann hier die Grundwassersenke, da haben wir noch ein paar Wasserstellen zu erkunden. Ewigen Wald gibt es, glaube ich, nichts, wobei, doch, ich glaube, den könnten wir sogar auch erkunden, mal schauen. Und alten Palast müssen wir nicht erkunden. Hier in Maria City gibt es hier noch ein paar Sachen. Tiefkühlcontainer müssen wir nicht. Panero-Höhle werden wir erkunden. Und ja, das ist alles im nächsten Part. Bis dann. Servus.